Sport Klaassen, Ihr Sport 2000 Händler mit der Riesenauswahl an Sport und Outdoor auf 3000 Quadratmetern. Jetzt auch online. Besuchen auch Sie uns. Ich bin Hedwig Wirz aus Wiesmoor. Ich bin Inhaberin vom Moorjuwel. Viele kennen mich ja auch schon von unserem Schaugarten. Wir haben ziemlich viele Laubbäume. Jetzt möchte ich Ihnen meine Lieblinge vorstellen. Und zwar, das ist der Amberbaum. Der hat wunderschöne Farben. Im Herbst, das ist von Purpur bis Violett und Dunkelrot und er möchte gerne in der Sonne stehen und auch ein bisschen trockener, dass er ein bisschen Stress hat. Umso schöner färben die Blätter sich. Er ist allerdings ein sehr später Baum. Der kommt erst im Mai, Ende Mai mit seinen Blättern. Aber dafür ist er im Herbst auch prächtig und immer noch ist er voller Laub. Die Korkleisten, die sehen auch im Winter schön aus. Allerdings ist es auch so, dass er leicht bei Sturm bricht. Wir hatten das schon mal, dass ein großer Zweig aus dem Baum gebrochen ist. Da muss anschließend ein Baumpfleger her und den wieder so zuschneiden, dass er wieder eine schöne Form bekommt. Mein zweiter Favorit ist Parotia, der Eisenholzbaum. Der ist in seinem Wuchs sehr malerisch, allerdings auch ein bisschen seltsam, weil der mehr in die Breite geht wie in die Höhe. Eigentlich müsste er einen Platz haben, wo er sich richtig schön ausbreiten kann. Aber damals wollte ich den Eisenholzbaum gerne haben, wegen seiner herrlichen Laubfärbung, was auch noch anhält, wenn der Frost da ist. Aber der Eisenholzbaum möchte natürlich auch gerne in die Sonne, damit er sich schön ausfärben kann. Und wir haben diesen Baum unterpflanzt mit Schneeglöckchen und Wildtulpen und auch mit Hostas. Weil im Sommer hat er den herrlichen Schatten hier. Das passt dann alles hundertprozentig. Nummer 3 ist unsere Stevatia, die Scheinkamelie. Vollkommen frosthartes Gewächs. Also das ist nicht direkt ein Baum, das ist mehr ein Großstrauch. Der ist in Japan beheimatet und er möchte einen feuchten Boden. Er möchte da stehen, wo auch Rhododendron oder Hortensien stehen. Aber der mag keinen Kalk und keine Staunässe. Erst wenn er ein bisschen älter ist, dann kriegt er wunderschöne Schalenblüten in Perlmutt. Und die Insekten lieben diesen Baum. Ja, das ist für uns eine Kostbarkeit. Nicht jeder hat so einen schönen Baum im Garten. Ja, das werden meine 3 ausgewählten Bäume, die ich eben vorstellen wollte.